Da bin ich jetzt wirklich drauf gespannt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das. Es geht hier um so viel Geld. Ja. Klar, sie kommen beide aus Deutschland, da ist man irgendwo auch ein Team, aber. Also, ich habe mit Berin schon nochmal ein bisschen geredet gehabt. Also, er ist schon relativ aufgeregt. Natürlich hat er die Erfahrung auf der Bühne mehr als Loai. Aber trotzdem, es geht hier um extrem viel und das weiß er auch. Und er versucht jetzt hier natürlich auch Nova so gut es geht zu repräsentieren. Wir haben den Inferno Dragon, sehen wir auf Loais Hand. Ja. Wenn jetzt Berin keinen richtigen Tank dabei hat, dann wird's übel. Okay, da ist der Ballon. Oh, okay. Ballon meiner Deck, aber da ist der Inferno Dragon. Hat er einen Sepp dabei? Normalerweise ist ein Sepp, ja. Da ist ein Sepp. Und der Ballon kriegt einen Hit rausbekommen. Wow, das ist stark. Und der Explosionsschaden nochmal. Die Gegenoffensive ist aber nicht schlecht. Starker Eisbogen noch dazwischen gepackt. Ja. Nochmal. Aber Mega Minion und Inferno Dragon mit Full Life. Die Fledermäuse. Ja, ach du meine Güte. Er hat zwar keinen Sepp mehr in Rotation gehabt, aber die Fledermäuse. Und jetzt muss er hier ein bisschen Damage in Kauf nehmen. Aber, wow. Oh. Der Inferno Dragon war. Das war nochmal mehr Schaden, als ich gedacht hatte. Okay, krass. Es ist halt beim Inferno Dragon geht's ganz schnell. Am Anfang macht er nur so 50 bis 80 Schaden. Fast nichts, und auf einmal knüppelt er da die 200er Hits raus. Ja, das stimmt. Okay, wir sehen den Giant. Das heißt, der Inferno Dragon von Loai wird auf jeden Fall stark. Mega Ritter Ballon Cycle Deck hat er hier. Das Deck hat auch schon vor einigen Wochen Surgical schon vorgestellt. Also, es ist ein bekanntes. Ja. Bekanntes Meta-Deck. Alter, das wird komplett mit dem auch, epischer Fight werden. Ja, auf jeden Fall. Mit dem vor allem Pompeo extrem stark ist. Soweit ich weiß, aber ist der Inferno Dragon da nicht drin. Normalerweise ist die Minion Horde da drin. Wir sehen jetzt hier gerade, wie der Inferno Dragon von Loai da einfach mal alles zerstört, weil Berin einfach keinen Sepp dabei hat, wie es aussieht. Ja. Das tut ja sowas. Der hat zuerst den Giant gekillt, dann noch alles, was dahinter kam. Okay, das könnte jetzt vielleicht interessant werden. Extrem aggressiver Riese, der Tank für die Minions. Das ist sehr aggressiv. Der Inferno Dragon bringt da jetzt auch nicht so viel. Und zur gleichen Zeit hat aber Loai hinten Giant den Full Life. Giant Full Life am Turm, Kobolde dazu. Minions machen auch nochmal. Die Gegenoffensive wird jetzt ganz übel. Ja, vor allem der Ballon wird jetzt gleich nochmal kommen. Okay, er setzt den Ballon doch. Er muss irgendwie die Fledermäuse aufhalten. Die dürfen nicht an den Inferno Dragon ran. Der Inferno Dragon. Nee, der geht down. Da fehlt so sehr ein Sepp in dem Deck. Ja. So sehr. Mega Ritter kriegt keinen Hit raus, stark verteidigt. Das auch sehr gut. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der Inferno Dragon geht down. Aber der Elixier-Vorteil ist halt schon ziemlich bemerkenswert. Also Loai hat hier jetzt ungefähr 4 bis 5 Elixier Vorteil. Und der Mega Minion greift nicht den Ballon an. Kann er den irgendwie aufhalten? Minions und Inferno Dragon. Sepp kommt, aber der Sepp trifft nicht den Inferno Dragon. Ich kann es nicht fassen. Wieso hat er den Inferno Dragon nicht gesappt? Er haut den Sepp von Chief Pet raus. Und der Miner ignoriert einfach den ignoriert die Kobolde. 24 HP. Nur noch ein Holz. Nur noch ein Holz. Oder ein Holzspell. Da ist es. Wow. Ich kann es nicht fassen. Berin gewinnt das Ganze. Jedes Game ohne ist hier Sepp. Unfassbar ohne knapp. Sepp hat er das Ganze gewonnen, weil Loai den einen Sepp dort verhauen hat. Wir springen ins nächste Game. Berin liegt 1-0 vorn. Eisgolem wurde schon gespielt. Was spielen sie hier für Decks? Loai mit einem Schweinereiter. Ah, die Fledermäuse waren ganz schwach, die sind gestorben von der Explosion des Eisgolems. Die Prinzessin macht da auch nicht viel. Das ist schon sehr viel Schaden. Ja, aber Berin hat sich da auch schon ein bisschen beschwert. Ich glaube, er war nicht so ganz zufrieden mit seiner Starterhand. Ja. Und da kommt der Mega-Ritter. Schweinereiter kriegt ja noch einen Hit raus. Ja. Also Berin spielt das 3.0 Hawk-Cycle-Deck mit Princess und Mini-Packer. Und die letzte Karte ist die Rocket. Der ist stark. Ja, der Mini-Packer ist extrem stark. Und Loai spielt mit hoher Wahrscheinlichkeit das gleiche Deck, was Ice Lord davor gespielt hat. Mhm. Genau, da müsste dann auch nochmal ein Inferno Dragon drin sein. Der ist jetzt in diesem Matchup auf jeden Fall nicht so stark. Finde ich sehr, sehr nice, dass wir jetzt hier Berin wieder mal mit dem Schweinereiter sehen. Ja. So hat das Ganze ja begonnen. Ja, das stimmt. Der war einer der besten Schweinereiter. Ja, Loai hat dort ganz kurz die Hand gehoben. Ich glaube, der hat Connection Issues. Mal schauen. Schöne Holz-Eisgeist kommen jetzt mit der Prinzessin. Ja, trotzdem noch mit. Einen kriegt er raus, ja. Mega-Ritter ist wieder im Cycle. Ja, da sind noch die Fledermäuse dabei. Da kommt der Schweinereiter nicht durch. Nee. Man kann ja auch den Mega-Ritter so einsetzen, wenn man das richtig timet, dass der Hawk so keinen Hit rausbekommt. Mhm. Aber da hat ihm ungefähr nochmal 0,5 Elixier gefehlt, dass er das da perfekt timen konnte. Aber die Fledermäuse haben das Ganze dann nochmal gefinished. Alter, der Mini-Packer gegen den Mega-Ritter. Ja. Das ist ziemlich krass. Also, er macht Prinzessin auf der anderen Seite dabei. Er muss einen Inferno-Dragon einsetzen gegen die Prinzessin. Das ist nicht das Beste. Aber jetzt ist die Frage, was hat er noch? Ja, okay. Fledermäuse und Prinzessin, das ist okay. Wieder Eis, Golem und Schweinereiter. Da hat er nichts. Er braucht den Mini-Packer hier. Also ich habe dort viele Spieler gesehen, die dort immer wieder mal eine Rakete werfen. Oh lol, die Prinzessin setzt neuen Fokus, greift den Schweinereiter nicht an, der Turm fällt.
Aber der rechte Turm kriegt da... Geht der Schneider noch mit raus? Alter, wow. Krass. Da lässt Berin einfach seinen Turm fallen, nimmt sich dann gleich noch den nächsten Turm des Gegners mit. Also das größte Problem für Berin in der... In diesem Matchup ist jetzt einfach, dass er immer wieder den Mini-Packer für Mega-Ritter aufbewahren muss und dann hat er gegen den Hawk nichts. Also ich habe jetzt bei Pro-Playern auch teilweise gesehen gehabt, dass sie bei diesem Hawk-Ice-Golem-Push ab und zu mal eine Rocket werfen, weil man, wenn man da einfach gar nichts anderes hat. 6 Elixier gegen 6 Elixier wird noch in gewisser Weise klar gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, sehr wie er stark. Dort... Mini-Packer. Ja. Oh, der Hawk kriegt noch einen Hit und der Poison Schweinereiter dann kaputt. Mini-Packer-Schweinereiter-Push, was hat er dagegen? Erstmal ein Eisbohle und der Turm fällt auf jeden Fall sicher. Das kann ja auch noch ein knappes Match werden. Jetzt geht es hier bei Berin nur darum, wie er den Mini-Packer spielt. Ja. Kriegt er es hin, möglichst den Mega-Ritter und den Schweineritter zu erwischen? Also dieser Mega-Ritter war perfekt getan. Ja, das war so stark. Der Schweineritter kriegt da nichts hin, aber der Mini-Packer wird jetzt hier den Mega-Ritter zerstören. Hat jetzt aber nichts. Genau, da sind wir die Rakete, genau, die du gerade angesprochen hattest. Ja. Der Schweinereiter fällt und der Inferno-Dragon kriegt da auch nichts hin. Okay. Ja, also wenn er Eisgolem dazu packt. Er hat kein Elixier mehr für den Mega-Ritter und der Hawk der kriegt einen Hit raus. Ja. Jetzt Inferno-Dragon. Und er musste da trotzdem mit 6 Elixier overcommitten. Also beide Türme haben in etwa 1600 HP. Ich weiß nicht, warum jedes Game hier so dermaßen spannend ist. Er bringt jetzt einen Mini-Packer, das tut jetzt aber weh. Oh, die Fledermaus kommt ein bisschen zu spät. Da der Inferno-Dragon den Mini-Packer da wegbrennt und der Mega-Ritter kriegt keinen Hit raus und die Rakete kommt. Alter, wie stark spielt denn hier Berin? Sehr stark. Keine Fehler in der Verteidigung. Schweinereiter. Eisgeist. Ja, wenn die Prinzessin sich jetzt nochmal um die Kobolde kümmert. Oh, genial. Die Prinzessin zerstört noch Fledermäuse und Kobolde. Nächsten Fledermäuse gebracht. Schweinereiter alleine. Mit der Mini-Packer. Mit dem Holz kriegt er keinen Hit raus. Der Inferno-Dragon kümmert sich wieder um den Mini-Packer. Also hier. Ah, das war gar nicht so schlecht. Das kann der Mini-Packer, glaube ich, durchlaufen. Das Wichtige ist hier eigentlich immer, dass Berin ungefähr das Elixier von Loai zählt. Ja. Genau weiß, wann er den Hawk zu spielen hat, wenn er den Mega-Ritter dann nicht ready hat. Eben gerade hat er es einmal hinbekommen. Da musste Loai dann mit 6 Elixier dort overcommitten und trotzdem hat der Hawk dann Hit rausbekommen. Jetzt extrem aggressiver Hawk, Ice Golem Push. Ist der Mega-Ritter... Er ist in Turmreichweite! Oh. Der Mega-Ritter greift ihn... Ne, sehr starker Ice Golem noch und die Fledermäuse helfen da nochmal mit. Eisgeist, Schweinereiter in der Defense, auch das sieht stark aus. Holz predict, kommen da Kobolde? Nein, aber ein Mega-Ritter. Das waren zwei Hits. Ja. Der Inferno-Dragon ist am King Tower, haut auch nochmal richtig Schaden raus. Der Hawk braucht jetzt hier noch einen Hit und dann kann er das Ganze mit der Rocket finishen. Alter, ist das ein knappes Game. Ja. Das Game geht auch nur noch eine Minute, mal schauen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Jetzt muss, wenn der Mega-Ritter jetzt wieder an den Mini-Packer springt. Er springt nicht an den Mini-Packer, er springt an den King Tower. Aber der King Tower ist jetzt auch knapp bei 1000 HP. Schon auch wieder. Diesen Inferno-Dragon darf er nicht durchlaufen lassen, macht er auch nicht. Sehr starker Eisgrund-Schweinereiter dazu. Da sind Kobolde und der Mega-Ritter. Oh, der Hit raus! Das kann ja wohl nicht sein. Aber der Tower überlebt mit einem HP. Waren die doch nicht? Okay, 97. Ah, stimmt, das waren 97. Meine Güte, was für stark. Ein Game. Also Berin. Berin gewinnt das Ganze. Also seine Defense da teilweise, wie er alles hin und her gekaltet hat. Also vor allem, dann vor die Raketen dazu. Fledermäuse, Eisgeist, das war nahezu perfekt gespielt. Sehr, sehr stark vor allem von beiden. Vor allem mit der Rocket, die er dann immer wieder dann gebracht hat gegen Ice Golem und Ice Golem Hawk Rider Push. Lol. Was ist denn das? Ja. Der Berin bannt die Pfeile. Gegen Berin wird immer der Elektromagier gebannt, das ist klar, aber warum denn die Pfeile? Also, das lässt eigentlich nur darauf schließen, dass er Double Minion spielen will. Ja. Aber das ist ja extrem offensichtlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehr oder weniger auch ein Trollbann sein soll, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube auch nicht. Also, nicht er meint schon die Pfeile ernst, aber mal schauen, ob er da irgendwie Double Minions spielen will. Und damit hätte er auch Packer Giant aufhalten können in dem Game. Genau. So, wir springen ins Game. Soaking gegen Berin. Ja. Ich bin sehr gespannt. Der Gewinner darf gegen Lupanji ran. Der Verlierer muss ins Lower Bracket, wo es dann früher oder später gegen Surgical das Game stattfinden wird. Berin bannt die Pfeile. Was hat er sich dabei gedacht? Was spielt er für ein Deck? Bisher Lock Bait. Ein Minion. Ja, interessante Princess Placement, extrem offensiv. Ja, dadurch sofort das Minion ausgeschaltet. Ja. Und genau da ist es von Soaking. Extrem starkes Holz. LOL! Extrem stark. Holz predict! Ja. Dadurch kriegt die Prinzessin noch so viele Hits raus. Ja, er wusste ganz genau, dass er da nur noch. Er wusste ganz genau, dass er da nur noch. Rakete kommt. Extrem stark. Oh, genial!
Was für ein Start! Ja, also guck dir das mal an, ja. Was das für ein Start war von Berin. Ja, Berin wollte einfach, dass er dieses Deck spielt. Ja. Er wollte das, sein Deck countert das extrem krass. Er hat noch einen Tornado als letzte Karte mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich gehe nicht davon aus, dass er das Ganze mit Infernoturm spielt. Er hat einen günstigen Cycle und Soaking hat hier als Zauber nur den Zap. Und er hat die Princess, er hat einen Tornado, er hat einen Eisgeist und er hat die Rocket immer gegen seinen Ballon. Genau, das ist das Deck, was wir schon... das Mega-Ritter-Ballon-Cycle-Deck. Genau, das, was wir von Lupanji im ersten Game schon gesehen hatten, gegen Icelore. Nur, dass er halt, wie gesagt, anstatt Minion-Horde den Inferno-Dragon drin hatte. Mhm. Hier macht natürlich die Minion-Horde mehr Sinn, weil die Pfeile halt weg sind. Ja. Jetzt kein Zap mehr da, muss er mit den Kobolden kommen. Ja. Kobolde kriegen aber wieder Schaden raus. Ja. Tut halt auch wieder Soaking kein. Ja, und der King Tower ist aktiviert. Der King Tower ist an? Ja, wegen der Princess. Sehr also krass. Und die Kobold auf der linken Seite Kobolde machen dann ein bisschen Schaden. Ja. Aber das ist alles noch im Rahmen. Also ja, ja, das ist sehr... Guck dir mal an, der linke Turm von Soaking hat nur noch 1000 HP. Da sind zweimal zwei Rockets und ein Holz. Also er wird da auch natürlich noch Schaden rausbekommen. Ja. Gegen, genau, das zeigt er schon das erste Holz raus. Und da hat er jetzt im Grunde nur noch Sepp. Ist da, Mega-Ritter kommt. Ja. Trifft aber nicht alle. Das ist möglich, alle zu drei zu treffen. Ja, da ist Timing aber extrem wichtig. Das ist schwierig mit dem Mega-Ritter. Jetzt wird hier noch der Ritter kommen. Genau. Ah, den Ritter hat er da vielleicht nicht ganz optimal gesetzt. Oh, da seppt er die... Oh, er seppt die Spear-Goblins, aber der Turm hat neuen Fokus gesetzt. Ja, auf den Ballon. Der Ballon war in dem Moment dann näher. Es war... Holz Predict bringt nichts gegen die Kobolde. Kobolde nach vorne gesetzt, sehr, sehr stark. Da waren die Minions... Also... Berin, der spielt fantastisch. Ich kann nicht glauben, wie gut er das spielt. Also Hut ab an Berin. Also das war so ein krasses Mindgame. Der predicted hier so viel, hat so stark eine Deckauswahl da. Er verteidigt die Princess, gleich wird noch die Rocket kommen. Oder er verteidigt das Ganze so, ja. Und jetzt sogar noch die Kobolde mit Down. Da kommt die Rakete. Genau, die Rocket wollte er dazu. Ich kann nicht fassen, wie stark hier Berin gespielt hat. Das war so ein gutes Game von ihm. Ja, man merkt also, wir mit den Spielern aus Nova Esports, also gegen R-Crab und gegen diese ganzen Nova-Spieler, die extrem krass sind, auch im Ladder und so weiter, wie er mit denen trainiert hat. Davor war er ein Team Käse und das war halt immer wieder seine Teamkameraden. Ja. Und dadurch konnte er halt besser predicted und predicted werden. Mhm. Und Berin hat hier so ein krasses Mindgame gespielt. Er hat Pfeile gebannt, um zu forcen, dass er Ballon, Double Minions oder Riese spielt. Ja. Unglaublich einfach. Und er hat einfach Lockbait ausgepackt. Dadurch der Zep kommt, der Schweinereiter kriegt einen Hit raus. Ja, ein der Mega-Ritter, der Inferno ist auch noch da. Und das ist es! Unglaublich. Das ist es schon! Wow, Berin, unglaubliche Leistung. Berin 2:0 gegen Soaking. Ja. Wie stark war das denn gespielt? Der nächste Spieler, der in der Fall Season gegen seinen Gegner zweimal verloren hat und 2-0, souverän aber. In der Round Robin alle Games oder jeweils das Best of 3 gegen Soaking verloren. Hier zerstört ihn einfach 2-0. Super Deckauswahl, fantastisch gespielt. Ja. Sowohl in der Defense als auch in der Offense. Was geht hier ab? Was geht da ab, ey? Ich kann es nicht fassen. So, jetzt sollten wir die richtigen Bands sehen: Ballon und Inferno Dragon. Ich war mir sicher, Lupanji wollte hier einen Ballon spielen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Weil er auch den Inferno Dragon band, aber der ist jetzt weg, der Ballon. Normalerweise sind solche Decks irgendwie im Draft oder so, kommen nicht zustande. Ja, ja. Wo man sich dann ärgert, okay, ich habe zwei Riesentanks. Ja, stimmt. Aber. So. Berin gegen Lupanji. Ja. Wer das Best of 3 gewinnt, fährt nach London und hat die 10.000 Euro sicher. Ganz schwache Starterhand für Berin. Da ärgert er sich. Ja. Aber der Schweinereiter ist am Turm. Da hat jetzt. Alter, das... What? Okay. Berin schüttelt trotzdem den Kopf. Er ist natürlich jetzt im starken Elixier-Rückstand. Das stimmt. Oh, starker Schöner Eiskunde. Kite. Ja, sehr stark. Nächste Pumpe. Okay, hat er überhaupt eine Antwort da drauf? Jetzt müsste der Poison kommen. Da kommt der Poison, okay. Er schreit gut Game, okay. Boah, was spielt... Ja, Lupanji sieht ganz stark nach drei Musketiere aus. Mhm, und das wird zu krass. Ja, das ist jetzt die Frage, ob er die Minion-Horde-Version benutzt, also spielt, oder... Weil Berin hat jetzt im Grunde nur noch den Mega-Ritter als Antwort, genau. Er spielt genau das gleiche Hawk-Control-Deck, nur dass anstatt Inferno-Dragon Elektromagier drin ist. So kann man das Deck auf jeden Fall auch spielen. Jetzt sollte auf der rechten Seite... Oh, okay, der Packer. Okay, Packer geht auch. Es ist ein Packer-Schweinereiter-Deck, wie wir das schon kennen. Packer geht auch. Der Packer kriegt nicht das Musketier dort zu fassen. Minion-Horde vom Gegner. Ja, es ist drei Musketiere, Minion-Horde. Extrem starker Sepp von Lupanji hier. Guckt euch das an. Das Musketier kriegt jetzt noch so viele Hits raus. Der Turm hat nur noch 878 HP. Ein Sepp, um die zwei Fledermäuse dort zu beseitigen. Und auf der rechten Seite auch schon Schaden kassiert. Die Pumpen sind weg. Ja. Lupanji hat aber immer noch einen Elixier-Vorsprung. Genau, vom Schaden her führt Lupanji und mit dem Elixier
Das wird auf jeden Fall ein hartes Matchup. Vor allem Poison ist, so nicht, ist nicht ganz optimal. Vor allem, wenn der Gegner auch nochmal Minion Horde spielt. Ja. Da weiß man nicht genau, okay, wo haust du den Poison jetzt drauf. Aber hier ist er gezwungen gegen den Poison. Erstmal auf die zwei Musketiere. Ja, er muss das Ganze theoretisch eigentlich nochmal zappen. Zappen wäre stark. Ja. Oder Elektromagie, aber da wurde er direkt von der Goblin-Gang erwischt, das tut weh. Das Musketier auf der linken Seite ist nicht in Turmreichweite, jetzt kommt der Miner noch dazu. Hacker ist da, der fängt es ab, der Sepp war, was war das für ein Sepp? Er wollte ja wahrscheinlich Fledermäuse oder Kobolde predikten. Von Lupanji, ja? Ja, der Sepp. Genau, war der Sepp von Lupanji. Zwei Musketiere sind da, starker Poison-Spell, Fledermäuse dazu, Schweinereiter am Turm. Ja, Schweinereiter. Das sind einige Hits. Beide Türme nicht mehr so viel HP. Meiner ist da. Kobolde splitten sich richtig. Ja, eine Spear-Goblin kriegt da nochmal ein paar Hits raus. Ja, das tut weh. Aber Lupanji hat keinen großen Zauber. Wenn er jetzt hier nochmal ein Poison-Spell draufhauen kann, Hawk kriegt einen Hit und das ist der Poison. Das ist der Poison-Spell. Wow, Beren dreht das Ganze noch, wenn das Ganze jetzt noch vom Miner nicht gefinisht wird. Ja, Kobold ist da sehr stark aufgestellt. Der Miner ist abgewehrt. Sepp kommt dazu, der Miner kommt nicht. Sehr stark. Ich kann es nicht glauben. Ja, wie Beren das Game noch dreht. Wow. Mit so einer schlechten Starterhand und er gewinnt das noch. Genau. Ist das Deck stark. Genau, wie gut er das dann auch runterspielt. Wir springen ins nächste Game. Wir sehen schon, was gespielt wird. Lupanji spielt sein Kobold-Hütten-Packer-Deck wahrscheinlich. Genau, wo noch der Miner drin ist mit Poison. Und ich möchte es nochmal sagen, damit es jeder versteht. Wenn Beren jetzt hier gewinnt, dann spielt er in London. Das ist total krass. Stark. Sehr starke Goblin-Gang. Und es reicht, die Prinzessin überlebt. Das heißt, die Prinzessin kann jetzt hier... Okay, bringt nochmal einen offensiven Elektromagier. Gut. Ja, muss er machen. Kommt ein Holz. Kobold-Fass. Er hat ein Holz und ein Sepp dabei. Ja, das ist halt dieses extrem starke Deck von Lupanji. Ja, das ist schon wieder ein Counter-Matchup. Ja. Habe ich es gerade noch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal gekontert wird, ist recht gering. Die Prinzessin failt da komplett, trifft keinen Kobold. Lol, was macht da die Prinzess? Da ist der Packer. Haupt der so gut ist gegen diesen ganzen kleinen Kram. Weiß ich auch nicht. Ist jetzt eingesetzt, überlebt natürlich die Defense problemlos. Die Prinzessin auf der linken Seite muss dann Miner einsetzen. Auch das ist nicht optimal, weil man möchte den Miner natürlich auf der gleichen Seite wie den Packer dabei haben. Die Sache ist jetzt, was er genau spielt. Ob er komplett oldschool Inferno Dragon spielt. Mhm. Inferno Turm meine ich. Oder ob er Tornado oder Tesla spielt. Ich glaube, es ist eher der Tornado. Kommt der Packer für einen Hit ran? Kommt der Packer für einen Hit ran? Sollte nicht. Aber da war sie noch unsicher, setzt er nochmal die Goblin Gang ein. Das war aber auch ein closes Ding. Ja. Ice Guy ist gebracht und der Elektromagier kriegt einen Doppelhit noch raus. Nächstes Kobold-Fass. Er will das Holz nicht setzen. Er will das Holz nicht setzen, weil er Angst hat, dass dann Ritter Goblin Gang wieder gegen ihn eingesetzt wird. So eine Kobold-Hütte ist ja auch enorm stark. Ja. Da er ja kein Poison dabei hat, sondern nur eine Rakete. Und eine Rakete auf eine Kobold-Hütte bringt halt gar nichts. Nee. Meiner ist dran. Eisgeist. Guck dir das mal an. Die Kobold, der muss einen Elektromagier bringen. Der ist jetzt schon raus. Da kriegt das Kobold fast Schaden. Spiel kommt auf der rechten Seite. Sehr ausgeglichenes Game bis hierhin. Beren liegt sogar leicht vorn. Ja, stimmt. Die Prinzessin überlebt. Auch das ist sehr stark. Zwei Kobold-Hütten. Kann man da nicht eine Rakete draufhauen? Ja, das würde schon gehen. Mal schauen, wie er das Ganze so handhabt. Eine Kobold ist jetzt schon ziemlich low. Die ist wahrscheinlich von der Wertigkeit her vielleicht zwei Elixier noch wert. Also es wird sich auf jeden Fall noch lohnen. Wenn sie instant geworfen wird, dann lohnt sich sowas auf jeden Fall. Hat er jetzt hier nicht gemacht. Da kommt jetzt eine recht große Offensive von Lupanji. Dritte Kobold-Hütte. Die ist jetzt am Turm. Da würde ich keine Rakete werfen. Ich würde jetzt an Birins Stelle irgendwie versuchen, das Game zu finishen. Sehr starkes Holz. Hat er sehr viel abgeräumt. Eisgeist kriegt nochmal den Miner ein. Nächstes Kobold-Fass. Er kriegt immer wieder ein bisschen Schaden raus. Ja, das Holz wieder in Rotation. Und die Prinzess wird da auch nochmal. Die Prinzessin fällt da auch noch. Ja. Rakete kommt. Jetzt will er das Ganze punishen. Ja. Jetzt muss er eigentlich es nur noch schaffen, zur nächsten Rakete durchzucyclen. Er hat einen Tornado dabei. Er hat viel Kleinkram. Er kann es abwehren. Holz dazu extrem stark. Triffst du noch den Elektromagier? Jetzt hat er die Rocket Rakete. Cycle. Elektromagier ist da und es ist. Oh mein Gott. Er hat es geschafft. Beren ist in London dabei. Er ist im Finale. Er hat es mindestens in die Top 2 geschafft. Ja, 2:0 gewinnt er auch das jetzt hier. Das auch, ist gegen Con. Lupanji hat einen Sepp und ein Holz. Hat zwar generell ein teureres Deck. Er konnte ihn auch cyclen, aber trotzdem.
Er hat beide Games gewonnen, obwohl der Gegner ein Counterdeck dabei hatte. Lupanji rutscht damit ins Lower Bracket und Berin ist safe im Finale. Er hat jetzt schon mindestens 10.000 Euro oder 10.000 Dollar gewonnen, hat jetzt gleich noch im Finale die Chance, 15.000 Dollar zu gewinnen und fährt dann noch nach London, wo er 150.000 Dollar gewinnen kann. Das ist krank. Das ist absurd. Was, wie hat er hier heute performt? Und zusätzlich dann noch dieses, dieses Struggeln mit... Oh, es geht direkt los. Also Leute, das ist jetzt hier Berin gegen Lupanji. Best of 5. Es steht 0-0. Wer jetzt zuerst 3 Games gewinnt, der kann sich Sieger nennen. Lupanji hat das erste Best of 5 für sich entschieden. Das hat aber nichts zu bedeuten, da er aus dem Lower Bracket kommt. Jetzt sehen wir Berin hier direkt mit einem Deck, mit einem Lava-Hund-Deck. Und Lupanji spielt direkt sein Packer-Deck, ne? Ja, es sieht ganz aus. Kobold-Hütte Packer. Und? Also da macht es auf jeden Fall Sinn. Wir haben die ganze Zeit überlegt, was kontert dieses Deck? Aber es könnte sein, dass es einfach der simple Lava-Hund ist, den wir hier noch überhaupt nicht im Turnier gesehen haben. Das hatten wir schon erwähnt gehabt. Nordamerika wurde 0 gespielt, jetzt haben wir ihn zum ersten Mal im Einsatz. Und er spielt jetzt, Aber muss man sagen, guck mal, hier Lupanji hat halt einen Poison Spell und einen Zap, Mega Minion und einen Elektromagier. Das ist schon gut. Berin hat auch den Ballon gebannt, was ziemlich interessant ist. Damit hat wahrscheinlich Lupanji gar nicht gerechnet, dass er Lava-Hund spielt. Und jetzt spielt er einfach Lava-Hund meiner. Sowas wie ein Base Race. Beide werden jetzt hier versuchen, den Turm des jeweiligen anderen zu bekommen. Ja. Ich bin mal gespannt, was noch die letzte Karte von Berin ist. Ich könnte mir einen größeren Zauber vorstellen, aber muss nicht sein. Poison Spell direkt eingesetzt. Dadurch kann die Nachthexe auch keine... Aber das ist stark. Die Minions und das Mega-Minion machen da einen guten Job. Der Packer wird keinen Hit rausbekommen. Ja, und auf der linken Seite hat der Lava und richtig reingehauen. Ja. Natürlich, die Kurbelhütte steht noch. Muss man auch noch dazu sagen. Wird jetzt ein bisschen Schaden machen. Kleiner Elixier-Vorsprung indirekt dadurch also. Der Miner ist am Turm. Haut noch Schaden auf den Elektromagier raus. Nächste... Oh, noch ein Feuerball dabei. Das ist natürlich genial. Ja. Hätte er auch auf die Kurbelhütten hauen können. Ja, den Schaden kann er später noch verursachen. Ich hoffe jetzt, die Koboldhütten werden ihn jetzt hier nicht gefährlich. Alter, die machen ja also so zwei Spawner mit den ganzen Koboldhütten. Das ist schon richtig viel Damage. Vor allem der offensive Gott, das Mega-Minion gefailt. Greift nicht sein Mega-Minion an, dadurch stirbt jetzt alles weg. Ja, und jetzt kann er hier noch einen offensiven Poison und da ist der Oh Gott, der Feuerball war genial. Ja, er schüttelt da auch mit dem Kopf. Das wird... Der Sepp, Finish, Alter. Ich dachte schon, das wäre es jetzt, okay? Ja, also das hat noch Berin noch sehr, sehr stark verteidigt von Berin. Ja, Berin nochmal extrem stark rumgerissen. Jetzt muss hier Lupanji im Grunde alles an die Brücke Jetzt muss er alles einsetzen. Ja, er muss jetzt hier irgendwie durch. Der Miner ist am Turm. Genau, Miner ist am Turm. 10 Sekunden noch, er muss noch verteidigen. Das kriegt er hin. Das hat er stark gemacht. Miner ist dran. Mega Minion überlebt nicht. Das reicht nicht mehr. Feuerball kommt. Ja. Berin stark, gewinnt Berin. Das erste Game. Jetzt. Stark. Wird's interessant. Eben, wo es noch ein bisschen egal war, klar, 0-3 verloren, erste Best of 5, spielt keine Rolle, da er den Startervorteil hat. Jetzt liegt er 1-0 vorne. Steht 2-2. 2-2 im letzten Best of 5. Das ist das Spannendste, was es gibt. Also Nordamerika. Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Nordamerika hat zwar der Lower Bracket CMQ das erste für sich entschieden, aber danach hat dann Music Master doch souverän 3-0 und hier ist halt wirklich Lower Bracket gewinnt. Und jetzt Upper Bracket. Jetzt steht es 2-2. Das ist das allerletzte Game der CCGS Herbstsaison für Europa. Und es sieht ganz danach aus, als hätte Lupanji das gleiche Deck, Mega Minion und es ist unglaublich. Jetzt geht es nur noch darum, ob er das Deck angepasst hat. Feuerball kommt. Okay. Da wird jetzt wieder übel. Das Mega Minion wird gleich tanken und dann werden die Spear Goblins sehr viele Hits rausbekommen. Das tut jedes Mal weh. Er müsste jetzt gleich die Kobold kriegen. Oh mein Gott, Berin spielt den Lava-Hund. Er ist nervös. Guck dir an, wie er da hin und her zappelt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Lupanji das Deck angepasst hat. Das ist jetzt das ist die A und O-Frage, die wir uns hier stellen. Aber jetzt irgendwie Baby. Und es ist der Baby Dragon. Unfassbar. Und er hat Berin das Holz rausgepackt oder den. Er hat wahrscheinlich das Holz rausgepackt. Ja, genau, er hat das Holz rausgepackt. Sepp ist auch extrem stark gegen das Ganze. Super krass gespielt. Sehr, sehr starke Deckanpassung. Jetzt guck dir mal diese Offensive an. Guck dir diese Offensive an. Baby Dragon, Elektromagier und Mega Minion. Ist das schon der Turm? Ja, das ist. Oh, okay, da kommt Feuerball, okay. Er kriegt Schaden, aber der Turm. Ja, aber steht hier noch. Lupanji mit einem extrem krassen Elixiervorteil. Ja. 7 Elixier, also 5 Elixier, die er jetzt eine Kurbelhütte Vorteil, sag ich mal. Die hat sozusagen nichts gekostet. Ja. Wie will er hier mit dem Lava-Hund durchkommen, der Berin? Das sieht. Jetzt ist wieder dabei, die Kobolde sind da am Damage-Chippen. Er darf es auch nicht verteidigen, weil er muss auf großen Push aufbauen. Ja.
ganz schwierig. Das sind immer 50 Damage, die da einfach Ja, immer wieder. Das ist so viel. Vor allem, er spielt ja Minor Poison. Ja. Er spielt Mega-Ritter. Ja. Er hat genau auf diesen Move gewartet, dass er hier Mega-Ritter spielen kann. Sehr schöner Goblin-Gang-Split. Ja. Wenn er der Mega-Ritter geht auf den linken Turm. Alter, Berin! Meine Güte, war das stark gespielt. Ja, das ist extrem stark. Und jetzt überlebt das Mega-Minion sogar noch mit Full-Life. Ja. Feuerball kommt, Mega Minion Instant Down, Elektromagier überlebt, sehr viele Lava Pups am Turm. Oh, Elektromagier geht down. Elektromagier stirbt, das ist der Turm. Ja, und Mega Minion und die Lava Pups. Ich kann es nicht fassen, das war so gut gespielt von Berin. Vor allem der Kai. Ja, wow. Der Mega Ritter am linken Turm, klar, der hat Schaden gemacht, aber dafür steht sein Turm noch. Ja. Baby Dragon und Miner. Ja, Mega Minion gesetzt, schafft es der Miner, das ist Poison Spell und Miner, das ist schon teuer. Ja, ja, nee, der Tower fehlt. Der Tower fällt. Und jetzt steht es 1-1, aber hier baut jetzt Lupanji Berin extrem sehr starken Push. Ja. Nachthexe. Genau. Jetzt hat er auch kein Poison Spell mehr. Guck dir mal, wie stark das genau, jetzt ist. Genau, jetzt kommt Miner. Jetzt könnte ich mir hier noch vorstellen. Der Mega-Ritter geht schnell down. Genau. Irgendwo könnte der Elektromagier kommen. Feuerball kommt. Elektromagier ist down. Kommt Sepp, Lava-Hund ploppt auf. Miner kann nicht mehr ganz tanken. Da ist der Baby Dragon. Ja, Baby Dragon. Der ist halt extrem richtig stark. Auch gegen die Minions. Oh, da läuft Berin ins offene Messer. Das tut weh. Und jetzt haben wir wieder Baby Dragon plus Spear Goblins. Alles gut, ein defensiver Lava-Hund. Das macht Sinn. Er kann jetzt hier nicht den größten Push aufbauen. Genau. Er muss jetzt hier versuchen, mit dem Miner und mit den Feuerbällen hier den Tower so gering wie möglich runter zu chippen. Ja. Defensiver Mega-Ritter, nicht schlecht. Okay, er setzt hier den Feuerball nicht an den Tower, interessant. Er musste da das Mega-Minion treffen, aber der Elektromagier lebt da auch noch. Ja, der Elektromagier tut da weh, wenn jetzt hier der Miner noch kommt. Oh, das könnte nee, der lebt noch. Schöne. Oh. Ja, der Sepp tut einfach extrem weh dort. Krass, aber auch ein super Mega-Minion, der gesetzt hat. Er hat zwei Kobold-Hütten dabei. Ja, also wenn Lupanji hier Holz hätte, was ist das für ein Finale? Ja. Beide Türme 1300 HP. Es sieht momentan etwas besser aus. Etwas besser aus sieht es hier gerade für Lupanji. Mit den zwei Kobold-Hütten im Late. Guck dir mal an, der Lava-Hund, der schmilzt da einfach weg. Obwohl das eigentlich nur Spear-Goblins sind. Ja, auch die. Der Lava-Hund kommt nicht durch. Ja, er kommt einfach, er kann einfach kein Miner spielen. Guck dir jetzt an, was da sich alles zusammensteckt. Okay, hier kam jetzt zum ersten Mal ein. Genialer Feuerball. Ein Spear-Goblin überlebt. Oh, ist das Ganze. Der Miner ist am Turm. Miner am Turm. Ein Spear-Goblin noch dazu. Es ist Damage. Er muss immer wieder Truppen setzen, weil sonst zu viel Schaden wird. Ja. Aber damit kann er keinen ganz großen Push aufbauen, so wie er es eigentlich möchte. Ja, der Miner geht instant down. Das sieht extrem Feuerball schlecht aus. Feuerball trifft das Mega-Minion und den Turm und die Koboldhütte. Das ist gut. Oh mein Gott, Mega-Retter gesetzt. Sein Mega-Minion überlebt. Und der Mega-Retter ist am Turm. Und das ist es. Lupanji gewinnt das Finale. Extrem krass gespielt. Meine Güte, 3-2 noch im Finale. Damit gewinnt er das Ganze und kann sich jetzt seine Trophäe abholen. Beide sind allerdings in London dabei. Ja. Oh mein Gott. Unfassbar. Er ist in die Geschichte eingegangen. Lupanji, was? Wie kann das sein? Er gewinnt das Finale. So stark gespielt. Also er konnte dieses Deck so gut spielen und hier kommt jetzt das ganze Konfetti. Genial. Und die Franzosen hier rechts von uns rasten komplett aus. Und auch zu Recht. Die hört man da sehr laut. Unfassbar. Damit ist Lupanji der Gewinner der Herbstsaison in Europa. Er ist in London dabei, ist hier Platz 1 geworden, gewinnt $15.000. Das ist so viel Geld. Ja. Schafft es noch nach London, ist der Champion, kann sich Champion nennen. Oh, ging das hat dieses lange. Deck einfach so perfektioniert. Deck, diese Anpassung mit dem Baby Dragon hat einfach alles zerstört. Einmal mit Pekka und drei Zauber und einmal mit Mega Ritter Baby Dragon. Und so stark gespielt. Unglaublich. Und Berin auf Platz 2. Auch er gewinnt $10.000 und ist auch in London dabei. Ja. Sehr, sehr heftig. Und im Finale stand es nochmal 2-2. Was war das heute für ein Spieltag? Surgical Goblin war der allererste Spieler, der raus war. Ja. Das ist schon mal absurd. Soaking direkt hinterher. Loai hat da alle zerkloppt. Total geile Plays rausgehauen. Berin im Upper Bracket. Berin im Upper Bracket fehlerlos. Ja, fehlerlos. Genial. Also was hier heute alles zusammentrifft. Das ist also hier haben sich wirklich einige Spieler übertroffen. Loai, Berin. Wir freuen uns natürlich für die deutschen Spieler, dass die hier so eine Leistungssteigerung gezeigt haben. Definitiv. Das in London wird das größte Clash Royale Event aller Zeiten werden. Das wird auch
Absolut nice. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns am 3. Dezember in London. Haut rein. Ciao.